Hallo ihr Lieben. So, heute kommt noch ein kleiner Nachtrag zu dem Junk Journal aus dem Action Paper Pad, also dem Paper Set. Und ich wollte euch mal zeigen, erstens mal noch so ein paar Deko-Elemente. Und ich hatte ja da so ganz groß angekündigt, dass ich euch so Fensterelemente zeige. Und dann kam ja aber da irgendwie nicht mehr dazu in dem Video, weil es da ja mehr auch um die ganze Grundform geht. Und das wollte ich euch mal zeigen. Das habe ich schon mehrfach bei Bastlern gesehen. Und das wollte ich euch mal zeigen, wie das geht. Und dann wollte ich auch so ein paar Veränderungen zeigen. Und zwar habe ich an dem Album noch, also an dem Journal, noch ein paar Sachen verändert. Ich habe mir zum Beispiel ein anderes Band genommen. Ich hatte noch so ein rotes Seitenband. Das habe ich dann ausgewechselt, weil ich das so schön fand, so dieses Weihnachtsrot. Und dann habe ich zum Beispiel, sie gerade mal jetzt gucken, ja, dann habe ich auch mal versucht, noch so ein bisschen mit Farbe was zu machen. Da muss ich jetzt gerade mal, erstens mal habe ich auch noch geinkt und so, und dann habe ich so mit Aquarellfarben noch so Ränder gemalt und mit so Feinliner noch Linien gezogen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja auch das, was ich im letzten Video gesagt habe, dass ich die Papiere dann irgendwie ganz süß fand und dann gar nicht mehr so das Bedürfnis hatte, die jetzt mega zu verzieren. Und aber ich habe es trotzdem mal ausprobiert. Das hier finde ich zum Beispiel auch total schön, das Papier. Das mit diesem, das ist ja so ein Weihnachtsvogel, der ist, glaube ich, in Amerika recht bekannt. Und dann habe ich hier noch eine Zahl, da hatte sich noch ein anderer Stempel reingeschmuggelt, weil die habe ich hiermit verwendet. Aber sonst habe ich eigentlich das verwendet, was sie da gezeigt hatte. Und zwar, das fand ich auch ganz schön, und zwar habe ich mir so Papierstreifen genommen. Die habe ich eigentlich auch hier noch einmal hingelegt und vorbereitet. Und zwar so Nesselstreifen, die mit Kaffee gefärbt sind. Und die habe ich dann auf so Streifen aufgeklebt. Und die sollten ein bisschen größer sein, kleiner sein wie der Stoff. Und das finde ich dann ganz witzig. Dann habe ich sie bestempelt, also nachdem sie aufgeklebt waren. Und das finde ich eigentlich auch ganz schöne Embellishments, so ein bisschen auf alt gemacht und also diese kleinen Weihnachtsmänner von dem Stempel fand ich eigentlich auch echt süß. Und die kann man sich dann wie Tags oder so, oder man kann sie auch irgendwo dran machen an der Seite, dass man sie mit dran tackert. Das finde ich eigentlich ganz schön und das hat mir ganz gut gefallen. Und dann, wie gesagt, diese Fenster, das zeige ich euch, wie ich die gemacht habe. Da habe ich noch ein zweites. Und zwar das hier. Und die kann man sich zum Beispiel mit so Büroklammern, da habe ich so ein bisschen ungewöhnlichere, die habe ich ehrlich gesagt vom DM. Und dann kann man sich das da so dran machen. Ich muss gucken, dass ich das da irgendwie drüber kriege. Weil die sind ziemlich stabil. Aber die sind so schön, von so edel, so von der Form her. Die haben mir echt so gut gefallen. Jetzt so geht's. Genau. Und dann kann man sich das so dran machen. Genau, das finde ich nämlich eigentlich auch ganz schön. Und dann habe ich halt, wie gesagt, da drin noch geinkt. Und jetzt habe ich es natürlich über drei Seiten wieder zugemacht. Und die Aufkleber zum Beispiel, die habe ich ja auch für diese Fensterbilder verwendet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sonst überhaupt kein Aufkleber-Fan, aber da fand ich das ganz passend, gerade um dieses Fenster da zu dekorieren. Und was ich mir da dann auch noch geholt habe, Washi-Tape. Und ich glaube, da haben wir ja alle kiloweise daheim. Und da hatte ich nämlich so schöne mit so kleinen Nikolausstiefeln drauf. Und da habe ich dann auch noch so kleine Wimpel und so mit verziert. Genau, und dann wollte ich ja auch noch ein paar Tags machen, und immer so Rohlinge-Tags hat es ja zur Genüge, da hat es bestimmt noch mal ein paar drin. Und dann habe ich die mir aber so ein bisschen beklebt, also mit Papier, was ich hatte, oder auch mit so Packpapier, und habe die dann wieder bestempelt mit diesen kleinen Weihnachtsbäumen. Also ich fand dann auch wirklich dieses Set da ganz schön mit den kleinen Nikoläusen und mit diesen ganz simplen Tannenbäumen, das eignet sich eigentlich echt hervorragend. Dafür kann man auch schöne Weihnachtskarten mitmachen und auch noch so die kleinen Häuschen und so. Also viel mehr braucht es da gar nicht mal am Anfang. Also kann man schon richtig viel mit machen.
Und ja, und dann habe ich halt, wie gesagt, da nochmal so ein bisschen drin rumgestempelt und gemalt. Das hatte ich euch aber, glaube ich, schon alles gezeigt. Aber dann zeige ich euch mal das mit diesen Fenstern. Also anscheinend, ich habe arbeiten Engländern, amerikanischen Bastlern da viel geguckt. Und anscheinend heißen die so in der Übersetzung Musterkarten. Irgendwie so mit den Fenstern. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie der richtige Ausdruck heißt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Aber ich sage immer Fenster. Fensterelemente oder so. Und zwar habe ich da einfach von der Verpackung, auch von dem Dings, von dem Rest, also von dem Paperset sind es die Verpackungen genommen. Was ich auch gesehen habe, sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht richtig in der Kamera, was ich auch viel gesehen habe, man kann auch Laminierfolie nehmen, kann sich da zum Beispiel auch noch was dazwischen laminieren, was dann im Fenster so drin ist. Oder man könnte das natürlich auch doppelt nehmen und kann dann wie eine Schüttelkarte da ein paar Dings noch reinmachen, so ein paar Pailletten. Aber das wollte ich nicht, mir gefällt das Einfache eigentlich am allerbesten. Und da habe ich mir einfach dann Rechtecke oder Quadrate geschnitten. Und habe die dann mit Washi-Tape umklebt. Und jetzt muss ich aber gerade mal suchen. Ich hatte mir dann nämlich schon welche zugeschnitten. Aber das zeige ich euch gleich. So, jetzt habe ich meine kleinen Quadrate wieder gefunden. Und zwar sind es die aus der Verpackung. Ich meine, die sind nicht so wahnsinnig stabil. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Also, wenn ihr zur Hand habt, könnt ihr gern also Laminierfolie oder so nehmen, dann wird es ein bisschen stabiler. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das nachher fertig ist, gefällt mir das eigentlich, das Filigrane. Also das müsst ihr entscheiden. Und dann habe ich hier schon mal angefangen. Und zwar habe ich mir ein schönes mit Gold, Washi-Tape genommen. Und dann messe ich mir immer ab, wie viel ich da brauche. Das ist ein bisschen angegriffen, aber das ist nicht schlimm. Und macht man ein bisschen mehr, dass es ein bisschen übersteht. Und das ist jetzt so ein Washi-Tape. Das ist so vom Washi-Tape-Shop. Und dann mache ich es so, dass ich praktisch zur Hälfte das so aufklebe. So. Ich hoffe immer, dass ich es erwischt habe. Genau, ja, ja, sieht ganz gut aus. Kann man es notfalls auch noch mal runter machen, wenn es ein bisschen schief ist. Und dann noch mal ein bisschen rüber. Und dann klappt man das halt wieder so in die Richtung. Und dann muss man halt gucken, so die schöne Seite, dass man da halt guckt, dass da möglichst nichts rausguckt, dass es da halt ordentlich aussieht. Und dann schneidet man das wieder an den Ecken da weg und dann macht man weiter. Also ist eigentlich total simpel. Und man kann auch natürlich Papier nehmen. Also das habe ich auch gesehen, so Designpapier oder so. Und dann würde ich mir es aber vorher falzen, weil man sich dann leichter tut, mit dem Drankleben. Und da kann man, könnte man doppelseitiges Klebeband nehmen. Das würde ich vielleicht sogar empfehlen. Und klebt es dann auch erst so die eine Hälfte. Und dann die andere. Fest. Und dadurch wird es natürlich stabiler. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Übungssache. Ich habe da auch nicht so viel Übung gemacht. Also bei mir sind sie auch schon schiefer geworden. Also das ist jetzt auch nicht. Da möchte ich keinen rechten Winkel anlegen, aber man sieht das Prinzip, wie man es macht. Und was auch schön ist, zum Beispiel mit Zeitungspapier oder so das zu machen. Also da kann man alles Mögliche mit verwenden, um das so einzuschlagen. Und das hat mir irgendwie so gut gefallen. Vor allen Dingen, weil man ja dann auch noch da so, das so gestalten und dekorieren kann. So. Das ist auch schön, das Washi-Tape. Gefällt mir echt gut. So, und dann hat man so hier das Quadrat. Das tun wir mal weg. Und dann habe ich zum Beispiel hier noch von den Aufklebern Sachen. Die finde ich, haben sich auch mal ganz gut
geeignet, so zum Dekorieren. Da ist jetzt bloß nicht mehr besonders viel übrig. Also zum Beispiel der Stern da, der Stern von Bethlehem. Dann kann man sich den zum Beispiel da so hinkleben. Und da kann man im Nachhinein oder auch vorher kann man immer noch ein bisschen, wenn man mag, kann man auch noch mit ein bisschen Farbe drüber gehen, wenn einem das zu knallig ist. Aber wie gesagt, ich finde die eigentlich jetzt relativ geschmackvoll. So. Und dann gibt es natürlich auch so Cutouts noch. Da habe ich doch eigentlich auch noch welche hierher gelegt. Ah ja, hier zum Beispiel. Da braucht man dann ein bisschen Klebstoff. Noch. Genau. Mal gucken. Also schon so ein bisschen fitzelig, aber das macht da echt Spaß. Da kann man dann halt so wild dekorieren, wie man lustig ist. Jetzt mache ich mal da ein bisschen mit Flüssigkleber. Und gerade die Sachen von Action sind ja oft so, dass es so viele so Dekorationselemente gibt. Und das finde ich eigentlich auch ganz nett, weil man die. Wenn man die dann da so mit vielleicht noch kombiniert mit irgendwelchen Cutouts, also dass man vielleicht zum Beispiel selber mit der Big Shot, mit der Stanzmaschine sich noch ein paar schöne Gräser und sonstiges ausstanzt oder Weihnachtsbäumchen oder so und dann kann man sich das hier noch weiter dekorieren. Die habe ich jetzt schon auch ein bisschen geinkt, muss ich sagen. Also den Handschuh machen wir da unten vielleicht noch hin. Genau. Da ist der Fantasie natürlich keine Grenze gesetzt. Und solche Sachen mag ich auch ganz gern, wenn ich irgendwie ich habe ja so Treppenkarten mal gemacht und das finde ich auch immer ganz gut. Wenn man da dann solche kleinen Elemente hat. Und da kann man sich das dann auch noch schön dekorieren. Jetzt mal gucken, was haben wir denn dann noch? Da könnte man natürlich auch zum Beispiel das Happy Winter, das könnte man da noch mit reinnehmen. Und das könnte man nämlich hier noch mit hinmachen. Das kann ich ein bisschen hochschieben, dann passt mir das nämlich hierher. So. Und dann kann man natürlich das auch so einkleben, dass vielleicht dann irgendwie noch der Tannenbaum oder so durchguckt. Irgendwie im Journal. Da ist noch so eine Frucht. Die ist auch lustig. Oder ein Apfel ist das, glaube ich, hindurchgeschnitten. Ne? So, den machen wir dann hier noch hin. Und ich finde, da ist eigentlich wirklich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und man kann natürlich auch noch mit Nuvo-Drops oder mit irgendwas drauf gehen. Und das finde ich dann aber echt ganz süß. Genau, das sind diese kleinen Fenster. Und da habe ich dann zum Beispiel auch noch mal so diesen Streifen da beklebt und das kann man halt wirklich ganz toll bestempeln. Ich nehme mal gerade das Stempelset hier raus, auch mit den kleinen Nikoläusen. Dann nehmen wir mal jetzt den größeren. Das mache ich auch gerade mal. Ach, ich bin einfach ein Stempelfreak, muss ich echt sagen. Das macht mir total Spaß. So, und jetzt stempeln wir uns den mal hierher. Und es lässt sich wirklich auch ganz gut bestempeln. Nicht zu hastig wieder runternehmen. So mit dem Stoff ist vielleicht ganz gut. Und ich finde es total klasse. Und wenn man da nämlich, ich weiß nicht, wie wasserfest das Versafine ist. Eigentlich trocknet es, glaube ich, wenn es wegtrocknet, auch wasserfest. Aber sonst kann man Stayson nehmen und dann kann man sich auch kleine Stoffbeutel bedrucken dann verwischt es auch nicht. Also genau. Und dann nehme ich mir da noch einen Weihnachtsbaum. Den können wir vielleicht auch wieder in Grün, kann man den machen.
die Versafine Stempelkissen, die muss ich ganz ehrlich sagen, die mag ich total gern. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht mit dem Stempelergebnis und so. Das da sauber machen. Nikolaus. Und jetzt machen wir den Weihnachtsbaum. So. Wunderbar. Und dann stempeln wir den so ein bisschen diagonal versetzt. So. Geht doch einwandfrei. Also muss man echt sagen. Und dann kann man immer noch gucken, ob man zum Beispiel, da hat es noch die Schriftzüge. Also das Weihnachten, das weiß ich jetzt gar nicht, ob man das da noch irgendwo hinkriegt. Aber was man zum Beispiel machen kann, dass man sich noch sowas, so eine, wie so ein Poststempel da noch drauf macht. Das könnte man noch machen. Jetzt machen wir das da hier erstmal wieder sauber. Und dann, genau, dann stempeln wir das. So ein bisschen versetzt, dass das wie wenn da, wie wenn man das abgestempelt hätte, zum Beispiel so. So, und dann kann man ja vielleicht noch da oben, also den mag ich total gern, steht Vintage Stamps, steht da drauf. Das ist doch was. So. Ja, das ist doch prima. Und dann kann man, zum Beispiel könnte man noch eine Öse oben reinmachen. Dann hat man es wie ein Tag. Oder was mir auch ganz gut gefällt, ist die Idee, das einfach reinzutackern. Das finde ich, das passt zu dem so ein bisschen gröberen. Genau. So. Das war das, was ich euch noch zeigen wollte. So ein kleiner Nachtrag. Und das tue ich jetzt alles noch in mein Journal einheften. Genau, und meinen kleinen Tag noch mit rein. Und dann ist es soweit fertig. Da habe ich zum Beispiel auch diesen größeren Elch noch genommen. Als diesen Cutout gab es auch noch. Und den habe ich dann so ein bisschen geinkt, weil ich finde, da kriegt er dann halt echt ein bisschen mehr Tiefe. Den klebe ich vielleicht auch noch irgendwo ein. Der hat mir auch gut gefallen. Und da habe ich noch so ein paar nette Washi-Tapes. Da kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen verzieren und mit einkleben. Und dann ist es fertig. Und was ich auch noch ein bisschen gestaltet habe, ich hatte hier noch so ein bisschen grünen Glitzer und da habe ich noch so kleine Wimpel gemacht. Aber das sind so Sachen, das muss man oder muss man nicht. Und das habe ich dann noch mit dazu genommen. Und so ein bisschen Glitzer hat doch jeder daheim. Und also wirklich, das kann man mit ganz wenig Mitteln, ist das möglich, das Büchle zu machen. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Und ich habe jetzt schon Lust, ehrlich gesagt, da war ich auch so ein naturfarbenes Paperset mit dabei von denen, die ich gekauft habe. Und da hätte ich auch noch echt total Lust, da was mitzumachen, weil das eignet sich bestimmt auch hervorragend. Also dann ran ans Altpapier und probiert es einfach mal aus. Ciao!